Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cards Against Humanity mit dem guten Smart, Marshall und den Rompe und natürlich mit mir, der Rico Gamer. Und ja, Rompe, nimmst du jetzt auch auf? Natürlich. Oh, gut. Ja, Eisbären, starke Grüße. Das ist bei mir tatsächlich der erste Part Cards Against Humanity hier auf dem Kanal. Ja. Und was es sein wird, das werdet ihr sehen, wenn ihr es noch nicht kennt. Also, shame on you. Es gibt Menschen, die Cards Against Humanity noch nicht kennen? Wahrscheinlich. Sag mal, wie viele Spieler wie viele Karten kriegt jetzt eigentlich jeder Spieler? Sieben? Mal mit 10, mal mit 5 gespielt, also keine Ahnung. Mach mal 7. Passt. Also, im Grunde geht's ja geht's darum, wir haben gleich eine schwarze Karte, da steht irgendwas drauf und da ist dann eine Lücke im Satz. Und diese Lücke müssen wir füllen mit den Karten, die wir auf der Hand haben, mit einer davon. Das, ja, gut. Man hört Rico schon lachen. Das kann nee, Entschuldigung, ich find's nur lustig, dass die Monsterdose immer ausgekeyt wird. Okay. Ach so, ja. Dein Greenscreen da. Ja. Ja. Gut, alles, ist da so ein Loch drin einfach in der Dose. Der links vom Geber, ich hab gegeben, Rico, von Duan. Gut. Wie kann ich nochmal größer machen? Mit Alt. Alt. Den hatten wir schon mal. Hatten wir die Karte nicht schon mal? Machen wir, also ich weiß warum, aber machen wir wieder Karten, die was wir schon, egal. Mach einfach. Nach dem Erdbeben brachte Sean Penn den Haitianern. Wie auch immer Sean Penn ist, aber ja. Schauspieler unter anderem in vielen Filmen zu sehen und er stirbt meistens. Ich glaube, Boromir war er in Herr der Ringe. Ach ja, stimmt. Ja, der stirbt. Ich glaube, ich muss leider wegwerfen. Spoiler an alle, die Herr der Ringe nicht kennen. Oh, schon. Hast du das jetzt gelesen? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht gelesen. Boah, scheiße. Ja, ich glaube, das brachte er ihnen. Ich hätte eigentlich was anderes hinlegen sollen. Aber, ach, ist egal. Ich leg das, weil ich die anderen Karten behalten möchte. Haha, das ist auch immer die gute Taktik. Hm. Ja, ist halt so. Du musst so ein bisschen taktieren, wann du welche Karte spielst. Ja. Ansonsten ist halt blöd. Ja. Also, nach dem Erdbeben brachte Sean Penn den Haitianern eine furzende Antilope. Ja. Gefühle. Blowjob während der Autofahrt. Ich dachte, ich wäre während dieser Runde weg. Also entweder bin ich total unlustig oder ich finde alle drei Karten einfach nur scheiße. Übrigens steht die eine Karte. Oder ist das nur bei mir so? Das ist nur bei dir so. Oh, cool. Bei mir sieht's lustig aus. Okay. Eine furzende Antilope, Gefühle, Blowjob. Kann ich die nochmal zusammenlegen und mischen und ich zieh dann die erste? Nein. So funktioniert weil ich das. Auch. Weißt du, ich nehme jetzt das Unlustigste, nicht das Lustigste, ich nehme Gefühle. Oh, gut. Okay, meine Gefühle gewinnen, sehr schön. Langweilig. Das ist ein unstolzer Sieg. Wenn man mit der unlustigsten Karte gewinnt. Unstolz ist auch ein seltsames Wort. Unstolz. Die Karte ist ja noch schlechter wie alles, was ich bisher auf der Hand hatte. So, ja, haben wir alle gezogen? Muss auch noch wo ist Draw? Das Draw. Ich habe meine Karten noch nicht mal angesehen. Die Karte ist eine neue. Jetzt wird's Zeit. Ich glaube, neue Karten sind dazu gekommen. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Mit Kindern getestet, von Müttern freigegeben. Ach, was? Du hast gerade geleckt, sorry. Mit Kindern getestet, von Müttern. Ach so. Ja. Von Kindern getestet. Boah, will ich. Also diese Reaktion, da kann schon nicht viel Gutes kommen, habe ich das Gefühl. Bitteschön. Fast, Moschel, fast.
Ja, so können wir uns auch zusammenlegen. Ja. Moment. Du musst auch mischen. Ja, ich wollte gerade nur noch mal gucken. Ich war mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, welche Taste denn für Mischen ist. So. Man kann auch die Karten nehmen und einfach mischen. Ja, kann man auch machen. Mischen. So, also. Mit Kindern getestet, von Müttern freigegeben. Was haben wir denn? Sterben! Das ist okay. Ja, okay. Vagina 14. Mhm. Schwanzkämpfe. What the fuck? Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass die Karten bei mir alle so ein Schweben. Handbreit über dem Tisch schweben, aber okay. Ja, bei mir auch. Hier ist ein Magier. Wie macht er das nur? Magic. Ja. So, also. Das Matt war auch von keiner Karte so überzeugt, wie seine Reaktion klingt. Nicht so wirklich, obwohl ich finde, es ist eine bessere Runde als bei Rico. Ja, ich war von einer Karte auch halbwegs überzeugt. Also ich habe zwei Favoriten. Ja. Ich tatsächlich, bei mir sind ich habe drei Favoriten. Drei Favoriten, ja. Also, ich könnte natürlich jetzt wieder mal logisch an die ganze Sache rangehen und direkt mal zwei davon ausschließen, weil das nicht so 100% logisch ist, aber ich lasse es jetzt mal. Logisch? Was ist das? Logik? Warum sollten Mütter Schwanzkämpfe freigeben? Hau rein jetzt! Ich weiß nicht, Sterben ist irgendwie zu dark. Zu dark? Dark spielt gar nicht mit. Badams. Was war das? Ich weiß jetzt nicht. Ja, obwohl ich mir das echt bei manchen Eltern gut vorstellen kann. Wer von euch hatte die Vagina-Fürze? Glückwunsch. Nimmst du die oder was? Glückwunsch, Rumpel. Ja. Richtig scheiße, die Karte. Das war sogar einer meiner Nicht-Favoriten. Ja, meine Karte war mein Favorit. Nur weil du keine Ahnung hast. Zieh schon mal. Achso, ich kann nicht löschen. Bitte. Ich darf hier kann die Karte nicht löschen. Ja, kann nur Rico gerade. Dankeschön. Und. Musst du es natürlich erstmal drehen. So, dann zeig mal her. Was ist am meisten Emo? Ein Emo. Ja, da gibt's aber auch bessere Sachen. Da schlägt immer ein Stück weiter. Ah, ich hab nichts Gutes hier. Nimm das und sei damit glücklich. Auch nicht, ist mir egal. Ha. So. Gut, dass ich jetzt mal nichts legen muss. Ich bin so unentschlossen. Entweder findet. Naja, ich hab das Gefühl, egal was man legt, es wird einfach nicht lustig gefunden. Gute Arbeit. Ja. Ja, heute sind wir total unlustig, weißt du? Heute sind wir ein bisschen, ja, bisschen derb. Wir sind. Also, was ist mit. Was ist am meisten Emo? Smart, Moschel, Rompe und ich. Ja. Was? Passt auf diese Runde ziemlich gut zu. Scheiße, alles ist tot, alles scheiße. Jüdische Burschenschaft. Ja, etwas. Von Mundwasser betrunken werden, naja, das könnte auch lustig sein. Richterin Barbara Salisch. What? Ja, genau, what? Ah. Ja, okay, da ich das eher nach Spaß empfinde, ist das schon mal weg. Das würde mir eher Spaß machen, als mich Emo machen. Ja, okay, man könnte es machen, wenn man Emo ist, aber danach ist man ja glücklich. Wenn man Pech hat. Was? Sollte das schnell beenden, sonst rede ich noch mehr Scheiße. Okay, hier. Du hast gewonnen. Nein! Naja, immerhin. Nein, meine jüdischen Burschenschaften. Deine guten. Die gut ausgewählten Juden. Meine Juden. Ah, du musst das jetzt. Ah, die werden gelöscht, gell? Ja. Ja. Dann bin ich ja mal. Also irgendwie hatten die Judenkarten nie wirklich Glück, wenn ich gespielt habe. In einer Runde mit mir. Ja, die das muss auch man nicht immer. Habt ihr gezogen? Ich wurde gerade promoted. Okay.
Ja, dass du löschen kannst. Okay. Seid ihr ready? Im neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal mit... Ah, geh nach 14. Ich... Scheiße, warum nicht Barbara Schalisch? Die wäre gut. Ja. Also, ich habe selbst leider eine Karte, die ich spielen wollen würde. Nee, die nicht. Können die Karten mal aufhören rumzuträumen? Wenn die nicht grammatikalisch passen, dann passt der, der die schwarze Karte hat, die bitte grammatikalisch an die Karte. Ich passe sie an, kann ich sagen. Gut. Ach komm. Ich lese das genauso falsch vor, wie es jetzt vorgelegt wird. Ach man, ich bin zu blöd für eine Karte auf eine andere zu legen. So, nach dieser kurzen Malloc-Einlage. Also, im neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal mit Republikanern. Okay. Ein einsames Schamhaar. What the fuck? Okay. Charisma. Wieso finde ich Charisma gerade lustiger als das Schamhaar? Das weiß ich auch nicht. Die Karte schwebt. Come and wreck and wreck him, boy. Ah, Charisma gewinnt. Lol. Vorstellung ist gut. Hannah Montana kämpft gegen Charisma, Alter. Das ist voll gut. Ah, oh, schön. So, ich fand meins. Ich fand meins scheiße, deswegen. Hätte ich gewonnen, wenn ich gewonnen. Ich hatte Republikaner. Ja, das war tatsächlich scheiße. Oh. Ich hatte aber sonst auch nichts, was ich hätte legen können zu dem Thema, also von daher. Ja, gut. Na, ich fand, ja, Hannah Montana gegen Charisma, das finde ich so ein bisschen ironisch. Das wäre jetzt gut gewesen, was ich gezogen habe. Hey, Pink 2. Weg. Weil wir spielen ohne Pink 2, weil das ist ein bisschen so. Wow. Also, wir spielen ein bisschen mit angepassten Regeln. Also ich glaube, lieber Dr. Sommer. Ich habe Probleme mit und würde dich gerne um Rat bitten. Boah, ich habe nicht mal irgendwas, was zu Dr. Sommer passt. Ne? Nee, diese Karte, die ich jetzt gerade bei mir vorgehoben habe, ist zu logisch. Kann ich nicht nehmen hier. Das ist, nein, das geht einfach. Also, wenn jetzt irgendwer hat, Richterin Barbara Salisch hat gewonnen. Die ist leider raus, Rico. Das wäre auch so eine typische Dr. Sommer-Frage eines Kevin. Kann ich die jetzt zusammentun? Alles zusammen markieren und G. Group. Oder G, ja. Also. Ich trinke viel zu viel in meinen Aufnahmen. Mann. Ja, ich auch. Aber ich habe noch nicht heute getrunken. Das ist mein Problem. So. Ja, aber das ist ja so eine also zu wenig. Pfannenaufnahme, da kann man auch mal beitrinken. So. Lieber Dr. Sommer, ich habe Probleme mit das Herz eines Kindes. Wohl eher in dem Sinne dem Herz eines Kindes. Oh, Rip-Karte. Es ist einfach schon mal konsequent. Ja, Entschuldigung, die fand ich jetzt mega bescheuert, sorry. Eine homoerotische Volleyball-Zusammenschnitt. Einem homoerotischen. Wenn ich die jetzt auch lösche, dann bleibt mir niemand. Eine Schnappschildkröte, in die Spritze deines Penis passt. Ja, aber deines Penis ist... Ja, okay, die hat gewonnen. Ja, aber es ist ja Penis. Die Schildkröte, was soll's. Wie gesagt, das war halt so, das könnte so eine typische Dr. Sommer-Frage eines Kevin sein. Ja. Kennst du dich ja super mit aus, wa? Kevin Smart Pool. Ja, genau, das ist mein Name. Nicht? Das wissen auch eigentlich alle, dass mein Name Bob ist. Mensch. Ja. Ich habe irgendwie ein Problem, ich weiß nur nicht, warum. Warum? Ich habe 8 Karten. Vielleicht hast du einmal gezogen, als du eine hast schwarze du gerade eigentlich eben hattest. Gezogen? Nee, habe ich eben nicht. Dann spiel gleich eine Karte und gut ist. Und zieh nicht. Ja, okay. Okay. Ist in Ordnung. Was ist die neue Trend-Diät? Ich sehe das gar nicht. Aber okay, gut. Die neue Trend-Diät. Komm, ich versuch's mal damit. Ja, komm, was soll's. Boah, die ist so bescheuert. Naja.
Man möchte meinen, es geht in dieses Spiel darum, bescheuerte Antworten zu geben. Ja, aber die ist leider nicht lustig bescheuert. Das ist mein Problem. So, wer von euch hatte denn die kreativste Idee für die neue Trend-Diät? Teenager-Schwangerschaft. Na gut, okay. Erst Gewicht zulegen, bevor man dann rapide auf einmal das ganze Gewicht wieder verliert. Mhm. Ist ein bisschen Logik hinter. Das Anstarren eines Glücksbärchens. Okay. Wie das genau funktionieren soll, bin ich mir nicht sicher. Ein bisschen einnässen. Alles klar. Ich weiß nicht, heute bin ich entweder total unlustig oder ich bin alles bescheuert. Ernsthaft, sorry. Dazu sagen, ich habe nur Karten, so echt meine Probleme damit momentan. Also da muss ich, glaube ich, mit dem Logischsten gehen, Teenager-Schwangerschaften. Erst mit ganz viel Gesicht zulegen, um es dann wieder vielen Dank. Zu verlieren. Hallo, ein bisschen einnässen. Hallo, das einnässen. Anstarren eines Glücksbärchen. Ja, aber dann nimmst du ja nicht ab. Ja gut, wenn man Kumpel. Das Glücksbärchen anstarrt und dann, na gut. Dann vergisst also du bei ein bisschen Einnässen nimmst du ja nicht ab, Rompe. Ja, ja doch. Weil das, die Flüssigkeit bleibt ja an dir. Naja, ich darf jetzt nicht abnehmen. Okay. So, ja. Okay. Ja, lassen wir so stehen. Ist in Ordnung, Ja, ja. Oh. Hey, komm mit. Oder? Ja. Ich lasse jetzt Kopf über, ist mega. Ist mega. Mit bei alter Erichstück. Im Profi-Baseball wurde. Ach, die hatten wir schon dreimal mittlerweile. Weil Spielern unfair ist. Soll ich sie dann wegmachen? Nee, lass sie. Weil ist ja die erste Spielern Aufnahme für Rompe. Vorteile. Sagen. Verschaffte. Das ist ja die Sache, da muss man halt nämlich irgendwann am Ende der Runde, wenn man aufhört, mal so speichern, so wie es ist, dass man an einer anderen Stelle fortsetzen kann mit den Karten, die man noch nicht hatte. Ah, das schon. Ansonsten kriegst du immer wieder das Gleiche. Boah, also ich feiere diese Karte. Ich weiß, wahrscheinlich sagen die anderen dann wieder, das ist voll langweilig, ey. Boah, wie kann man so eine Karte picken? Da muss man geistig behindert sein, muss man da. Ich hätte dazu mal so ausnahmsweise eine gute Karte. So eine das Karte, wie kann man nur so eine Karte picken? Legen will. Marcel! Tut mir leid. Aber ich hab momentan nur Scheißkarten. Sorry. Oder mache ich einfach eine Wegschmeißrunde? Ich weiß es nicht. Ist doch egal, du musst eh nicht gewinnen. Ich hab echt nur Scheißkarten. Ja, meine Karten sind auch nicht wirklich der Knaller. Also momentan ist die Musik das Beste an dem Video. Die haben auch gerade nur bei dir wohl Leute. Ja, So, was wurde alles im Profi-Baseball verboten? Weil es eure Vorteile verschafft. Zum einen spontane menschliche Selbstentzündung. Naja, wie das dir beim Baseball helfen soll, ist mir fraglich. Bam! Okay. Vorhaut wurde verboten. Was? Was? Stimmt, sind da nicht fabelhaft sein. Also, nur mal so am Rande. Haben. Darf ich kurz was anmerken? Ja. Das fabelhaft sein wurde sogar schon mal bei dieser Karte gelegt. Ja. Schade, aber ich finde das. Und nee, du kannst es ja trotzdem nehmen. Aber ich finde es gerade. Rico beeinflusst die Leute! Was? Ich wollte das eigentlich eh also, nehmen. Also, die anderen Karten wurden bestimmt auch schon mal wurden auch schon mal gepickt und gespielt. Also. Ja, aber Vorhaut, das kann man. Das ist so oder so sehen, es fällt mir gerade auf. Ja, wenn sie im Vorhaut. Ja. 100 Pro ist das Nikos Karte. Safe call. Und die Selbstentzündung stelle ich mir auch gut vor. Also so. Und er trippelt, und er trippelt, und er trippelt, und er geht in Flammen auf. Tut mir leid. Tut mir leid, das ist gegen die Regeln. Ja, ich weiß, das stelle ich mir lustig vor. Ach, ist deine Entscheidung. Ja, wie gesagt. Naja, dann die fabelhaft sein. Die jetzt von Smartur. Oh, die war tatsächlich von Rumpo. Ich hatte die selbst. Ja, aber Hauptsache erstmal Muschel. Also die anderen beiden Karten sind auch wunderbar, also. Ja. Stell dir das mal so vor. Jetzt habe ich eigentlich eine gute Karte gezogen. Schiebung. Ich habe dem letzten auch eine gute Karte gezogen. Vielleicht kann ich die diesmal einsetzen. Schiebung.
Verschiebung. Ja, aber die fabelhaft sein, die hatten so wir wirklich schon mal. Das kann ja nicht. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnete das Smithsonian Museum of Natural History eine interaktive Ausstellung über. Definitiv. Also, die Karte hätte ich jetzt auch zu gerne gespielt, mal. Also. Uiuiui. Das ist interaktiv, ich glaube, ja, ich probier's mal damit. Also, ich hätte sogar 3 Karten, die ich spielen wollen würde. Hier vielleicht. Oh, schon wieder nichts Witziges. Ich gehe einfach mit der Karte. Muss schon sein, kreativ. Ich gewinne heute keinen Blumentopf und auch nichts anderes. Dachte mit G ist gruppieren. Ach, sind schon gruppiert. Sind schon gruppiert. So, also, was bekommt denn eine interaktive Ausstellung in diesem schönen Museum zugestellt? Ist es vielleicht arme Leute? Das heißt, man kann gratis ins Museum, oder was? Nein, man kann Tony sich arme Morrison Leute nicht angucken. Vagina. Gut, ich weiß leider nicht, wer das ist. Gut. Vorgeben zu verhüten. Und ihr bestellt euch über eure Runde, dass die Karten so schlecht sind. Was ist das schon wieder? Was ist das für ein Game? So von Unlustigkeit her. Das ist tatsächlich die Spitze. Ja, dann alles. Vorgeben zu verhüten. Glückwunsch. Danke. Gerne. Was zum Geier. Oh, diese Karte hätte gewonnen, da bin ich mir sicher. Nicht gerade gezogen habe. Spielen wir bis 4, bis wann, bis wohin spielen wir? Bis 5. Okay, bis 5. Smart 4. Weil jetzt haben wir 3-3. Ja. 3-3-2. Liegt aber auch an meinen Karten, die ich hier habe. Ist nichts Witziges dabei. Was gibt es im Himmel tonnenweise? Juden. Entschuldigung. Ja, aber genauso gibt es auch tonnenweise Christen und Muslime und hier. Oh, smart. Keiner mag dich. Ich weiß. Das passt nicht. Das, was ich hier habe, wäre bei Hölle lustig. Aber als bei Himmel. Ich muss das gleich mal korrigieren. Das war jetzt nicht noch. Die Karte gibt es wirklich. Also, das ja, gibt jetzt. Es. Ja. Alles gut. Na, wir hatten ja auch schon die jüdischen Burschenschaften. Tote Juden. Liegen jetzt schon 3 da? Nein. Ich habe keine einzige Karte, die lustig ist. Das regt mich gerade auf. Dann leg eine unlustige. Vielleicht finde ich sie diesmal lustig. Ja, vielleicht findest du das lustig. Auch wenn ich hätte dir fast in die Hand gegeben. Wir versuchen alle lustig zu sein. Vielleicht müssen wir einfach mal das Gegenteil machen. Versuchen unlustig zu sein. Vielleicht findet man es dann lustig. Stimmt jetzt irgendwas, was absolut nicht zum Thema passt, einfach da hingelegt. So. Wow. Wie schon die meisten Runden davor. Meine Hüften. Okay, das ist deine, vergiss sie. Sein T-Shirt ausziehen. Die könnte aber auch von Mosche sein. Ja. Männer. Ja, die gibt's im Himmel. Und zwar tonnenweise. Was ist das? Oh Leute, so schnell können wir nicht ziehen, das ist echt. Das ist echt so scheiße. Das ist echt ein Trauerspiel, das hier. Was haben wir. Es ist Ricos Entscheidung, ne? Also. Das ist aber schwer, wenn man zwischen 3 so schlechten Karten entscheiden muss. Also Männer im Himmel, das ist ja der wahre Untergang, ne? Sein T-Shirt aussehen gefällt vielleicht den Frauen. Und Ricos Hüften im Himmel tonnenweise. Ich weiß nicht, ob er das haben möchte. Das ist so dumm. Naja, zählt das nicht eigentlich für den, der was es gelegt hat? Ja, das heißt. Also müssen das nicht entweder deine Moschels oder Smart-Hüften sein? Um das lustig zu finden, musstest du wissen, wer die gelegt hat. Das sind die Hüften des Erzählers. Ja, also Rompe, wenn das deine Karte wäre, dann. Könnten das schon Tonnen sein? Oh, hat er nicht gesagt. Keiner Diss nebenbei. Naja, ich nehm's T-Shirt, ist egal. Ja, ich hab mit so einer Scheißkarte gewonnen. Von mir waren die Hüften.
Von mir waren tatsächlich die Hüften. Ja. ganz dumm, Männer. So, nee, also, tut mir leid. Also, ich habe jetzt echt keine Ahnung gehabt. Aber smart. Ja. Oh, die Karte ist schön. Ich setze sie ein, egal was uns jetzt stellt, ist ja, wann ist ein Mann ein Mann? Ich glaube, wir können jetzt 10 Stunden damit zubringen, dieses Thema vernünftig zu erörtern. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das jetzt wollen. Wann ist ein Mann ein Mann? Stattdessen lieber wissen, was hilft dir beim Entspannen. Ah ja. Das ist doch eine viel, viel interessantere Frage als, wann gilt man als Mann? Also, jetzt mal ehrlich. Wann ist ein Mann ein Mann? Ja, dreh den Shit. Was? Ich sehe die Karte immer noch nicht. Wieso legt ihr schon Sachen? Da kann ich dir nicht sagen, warum das nicht bei dir ist. Ach so, was hilft Obama beim Entspannen? Ja, ach so, ich hab's ja auch vorgelesen. Ja, ich hab's überhört. So viel Krach hier, hört mal auf durcheinander zu reden, man versteht hier gar nichts mehr. Nein, das ist die falsche Karte. So. Ich spiel den blauäugigen weißen Drachen im Angriffsmodus. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Es ist der Krokodil. Gibt es das Spiel eigentlich für den Tableflip-Simulator? Hoffentlich. Ja, das wissen wir. Machen wir jetzt das. Ich hab ja mal irgendwann vor einiger Zeit mit Sana so eine regelmäßige Reihe gebracht, Tabletop. Vielleicht könnte man das ja irgendwie reviven in dieser Konstellation. Vielleicht gibt es ja auch Dr. Bibber. Also, was hilft Obama beim Entspannen? Ein rechtschaffender Kopf, der nichts zu verlieren hat. Aha. Ach so, ja, verstehe. Wenn der vor der Tür steht, dann kann man entspannt sein oder so. Die Schwulen wegwünschen. Schon lustiger als der Kopf, muss ich sagen. 8 Gramm bestes russisches Heroin. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ja, mach's kurz. Es hat eh nur eins gewonnen. Komm. Du nicht so. Der geht weg. Ja. Wer hat das Heroin? Das war eine meiner wenigen guten Karten. Die habe ich jetzt mal rausholen müssen. Aber meine Schwulen, die ich mir wegwünsche. Und eigentlich habe ich mir den Kopf so gedacht, dass er vielleicht im Bett landet, wenn er schon nichts zum Verlieren hat. Ach so. Oh. Ach, das hat noch niemand 4, oder? Ach, ich kann die Karten noch irgendwann einsetzen. Geil. Geil. Ja, wenn man dann nur ausnahmsweise eine gute Karte noch kriegt. Mindestens also, Moschel, ja. du wählst jetzt bitte meine Karte aus, danke. Ich versuch's, Rumpel. Das hat schon letztes Mal nicht geklappt. Was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Und lustige Frage, ich hoffe, dass lustige Antworten kommen, weil die sind möglich. Na, schauen wir mal. Vielleicht sind wir auch inzwischen so abgehärtet, dass wir gar nichts mehr lustig finden. Ja, das ist alles schon zu real für uns. Ja, also. Ich habe dieses Spiel schon zu oft gespielt. Tote Juden, das ist für mich gang und gäbe, wenn ich in der Fußgängerzone rumlaufe. Gut, da würde ich jetzt auch was rumpeln, auch wenn du so Spaß nimmst. Ding Dong, ja, hallo, Polizei, ja, ich komm jetzt, darf ich mir noch eben eine Hose Man an? Muss das Spiel sowieso mit schwarzem Humor sehen, aber man muss trotzdem ganz, lassen, ganz, was man ganz schwarzem Humor. Man darf einfach nichts ernst nehmen, was irgendwer sagt. Also, Nachhilfe Schülern Großstädten Erfolg. Ein Gehirntumor. Nicht lustiger, als ich sollte. Naja, das... Inzest. Warum lache ich das hier? Wir erst machen dann komplett ernst. Ist hier die Karte? Ein gebleichtes Arschloch. Ja, toll, das gebleichte Arschloch gewinnt, weil es ist Moschel. Ich muss das nehmen, einfach aus Prinzip, weil es ist. Das trifft dann mein Humor. Also, die hat gewonnen? Ja. Da denkt Wer man, hat die gelegt? Hat mit Inzest eine Chance? Smart. Ich hatte Inzest. Ja, das hätte auch gewonnen, wenn danach nicht ein gebleichtes Arschloch kommt. Ja, aber meins ist der Gehirntumor, Rico. Ach so, na, dann habe ich gewonnen. Danke. Ach, er kennt seine eigene Karte nicht mehr. Ja, ohne Scheiß, diese typische Spiele von ihm, ey. Da denkst du, einmal Inzest könnte was bringen. Jetzt aber nein, es war nah dran. Es war nah dran. Ich hab den schwarzen Peter. Oh, ich hab Matchball.
Matchmark. Also, mal sehen, ob Rico diese Runde jetzt für sich entscheiden kann. MTVs neue Reality-Show zeigt 8 verliebte Promis, die mit zusammenleben. Oh Mann, ich würde die Karte jetzt zu gern spielen. Oh, ich nehme effektiv gar nichts. Ich nehme das. Weiß ich, könnte gut sein. Schwarzer Magier am Verteidigung. Nimm die Rompe, die ist gut. Alles klar. Außerdem, was machst du mit der Karte? Du hast gesagt, nimm die, die ist gut. Nein! Du sollst nachher beim Aufdecken die weiße Karte von mir nehmen. Also ich finde, ich habe gewonnen, danke. Witzig. Ja, witzig, witzig. Ja. Scheiße, ich kann ja nächste Runde gar keine Karte legen. Kann ich eine andere hinlegen? Nein. Nein. Fuck. Ich hätte eine Karte, die ein todsicherer ist. Smart. Scheiße! Mein Problem ist gerade echt, ich muss jetzt eine Wegwerfrunde machen, weil ich nichts habe, was auch nur annähernd passt. Weißt du, er hat Matchpoint und spielt einfach nicht mal einen safen Punkt aus. Ja, egal. Aber was ist, wenn jetzt Rompe nicht mal meine Karte lustig findet? Ja, das, ich sag mal, komm, jetzt gewinnt Rico auch noch mit seiner Karte. Schön. Also, pass auf. MTVs neue Reality-Show zeigt 8 verliebte Promis, die mit folgendem zusammenleben. Kundenservice-Mitarbeiter. Hallo, ich bin Marcel Davies. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Zwar scheiße, dass es beeinflusst, aber war gut. Vergiss das wieder. Kamikaze-Pilot. Okay, die Sendung geht wahrscheinlich nicht lange. 2 Minuten in der ersten Folge. Oder die Make-A-Wish-Stiftung. Okay, sorry, aber die Marcel Davis hat gewonnen. Also die... Nein! Das war nicht mal meine Karte! Die soll ich abwaschen. Du hast es leider zerstört. Ja, danke, dass du mir geholfen hast. Vielen Dank. Ich sollte dich auf meine Karte unterstützen. Übrigens, ich hätte gerne bei der MTV Reality Show William Shatner gelegt. Das wäre auch sicherlich gewesen, meiner Meinung nach. Naja, gut. Ja gut, Leute, das war's auf jeden Fall. Eine schöne 30-Minuten-Runde, das passt doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch auch bei Rompe rein. Oder bei mir, wenn ihr bei Rompe gerade dabei seid. Und ja, lasst ein Like oder eine Bewertung oder eine Kritik oder was auch immer da was. Also, Hatet uns des Todes. Also, wenn es euch nicht gefallen hat, habe ich auch nichts dagegen, aber dann schreibt es uns rein. Also, bis dann und tschüss. Tschüss.